Ja, Frau Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, dem Gender Gaga beteiligt mich nicht, nee, in der Tat. Rüstungsexporte sind ein sensibles und auch hochpolitisches Thema. Und Deutschland hat immer schon dieses Thema sehr restriktiv, sehr verantwortungsbewusst behandelt. Und wir haben und sind da immer mit größter Sorgfalt umgegangen. Es gibt auch eine Arbeitsteilung in dieser Frage. Das Parlament verabredet oder verabschiedet die Richtlinien und die Exekutive, die Regierung, führt sie aus. Und in jedem Einzelfall wird entschieden, nach außenpolitischen, nach sicherheitspolitischen, auch nach Menschenrechten oder anderen Argumenten, die notwendig sind. Und was machen Sie von linksgrüner Seite? Sie versuchen, das Thema hier ständig zu skandalisieren, und zwar in einer absurden Art und Weise. Sie erklären das Thema zum Tabu, zum moralischen No-Go-Area und versuchen hier statt einer sachlichen und politischen Debatte eine moralisierende, nicht moralische Debatte, sondern allein moralisierend was machen. Und das ist die wahre Schande, die Sie haben, weil Sie schaden den deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interessen in einem Maße, das langsam unerträglich ist und das auch so nicht mehr länger akzeptabel ist. Weil es ist ja nicht die Frage, wie viel, ob wir jetzt mehr, weniger oder gleich viel ausgeben. Es ist die Frage, was wir damit machen und warum wir das tun. Und es ist eine Frage der außen- und sicherheitspolitischen Interessen, wenn wir nicht nur Kriegswaffen, Sie werfen ja auch alles in einen Topf, das Wenigste sind Kriegswaffen, das Meiste sind sonstige Rüstungsgüter oder Dual-Use-Güter. Und es ist in unserem Interesse, dass wir Grenzschutzeinrichtungen beispielsweise auch auf die arabische Halbinsel liefern. Und es ist in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, dass Algerien beispielsweise oder auch Saudi-Arabien entsprechende Schiffe bekommt, um Küstenschutz betreiben zu können. Und es ist in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, dass Minenräumfahrzeuge geliefert werden. Und es ist in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, dass Fahrzeuge zum Personenschutz geliefert werden. Und es ist in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, dass unsere NATO-Partner, unsere EU-Verbündeten und Gleichgestellte auch entsprechende Kriegswaffen bekommen, zum Beispiel im Baltikum oder in Polen. Das ist unser Interesse und das ist gut und richtig so. Und es ist auch in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse und auch im Menschenrechtsinteresse, dass wir die Peschmerga Waffen geliefert haben, damit sie den Genozid dort Einhalt geboten, wo Sie hier schöne Reden halten und das Gegenteil dann dort erreicht. Das ist die wahre Schande, die ich hier sehe, wenn ich Sie da schon wieder höre. Und es ist, wenn es nach mir geht, auch in unserem außen- und sicherheitspolitischen Interesse, dass wir zum Beispiel nach Mali Waffen liefern, nicht nur ausbilden dort, dafür sorgen, dass die Sicherheitskräfte ihre Gewaltmonopol durchsetzen können und dann sagen, ja, aber Waffen, um dieses durchzusetzen, das liefern wir euch nicht, das überlassen wir anders. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten und schadet Deutschland. Und wir müssen in der Tat das Thema weiterentwickeln, und zwar Richtung Europa weiterentwickeln. Wir sind nicht mehr kooperationsfähig in Europa, weil es geht darum, unsere technologischen Schlüsselfähigkeiten zu erhalten und die einzubringen. Und zwar sowohl bei der Forschung als auch bei der Produktion als auch bei der Weitergabe. Wenn wir es nicht schaffen, auf europäischer Ebene eine Regelung zu finden, wo wir uns verständigen, wo auch die Franzosen, wo die Briten, wo die Belgier, wo andere mit an Bord sind, dann wird es keine gemeinsamen Kooperationen und Rüstungsvorhaben in Europa geben. Dann werden nämlich die anderen nicht mitmachen. Und da werden wir außen vor bleiben. Und dann wird KMW Nexter oder andere, auch bei Airbus, da sind wir ja schon auf der schiefen Ebene. Und was bleibt dann übrig? Dann können wir in 10 Jahren unsere Waffen, unsere Verteidigungsinstrumente im Ausland einkaufen, sofern sie uns denn jemand verkauft. Ich will das nicht. Ich will, dass wir unabhängig und über die Schlüsseltechnologien verfügen, zusammen mit unseren Partnern. Deshalb brauchen wir europäische Lösungen. Ich sage mal Stichwort Schmidt-Debré II.
Dort hat man sich verständigt, Anfang der 70er Jahre, auf gewisse Größenordnungen, auf gewisse Systeme, wie man damit umgeht. Das ist dringender denn je. Ansonsten bleibt alles, was auch die Bundesregierung in Europa zugesagt und verabredet hat, Schall und Rauch. Und lassen Sie uns endlich diese Diskussion führen, wie wir Deutschlands außen- und sicherheitspolitischen Interessen, wie wir unsere Verteidigungs- und Sicherheitsschlüsseltechnologien erhalten und weiterentwickeln und nicht diese absurde Diskussion, die Sie hier jedes Mal mit einer Skandalisierung hier entsprechend versuchen, ins Parlament zu bringen. Für die SPD-Fraktion hat der Abgeordnete Bernd Westphal das Wort.